Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Gaming Empire. Wir spielen weiter in unserer kleinen Faustwelt mit unserer kleinen Seehütte hier. Und Francesco, da hast du einen Herzinfarkt kriegen. Alles in Ordnung bei dir? Alter, diese blöden Hasen. Ich dachte gerade, der hat sich dann Urwunder hinterm Haus versteckt, aber nein. Ich dachte, war auch gerade, er wird angegriffen. So. Wie die Spawn, was ist das für ein... Oh, das Foto. Ich kann dir meinen richtigen Hasen sehen. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, was machen wir? Was haben wir vorgehabt? Wir müssen unsere Seilbahn hier noch fertigstellen, ne? Oder die hat dann irgendwie nicht funktioniert das letzte Mal? Irgendwie sowas habe ich im Kopf noch. Ja, da war das oben zu niedrig. Und das hatte ich dann ja schon höher gestellt. Wir brauchen aber noch Seil. Ach, wir brauchen Holz, nicht auch noch Holz? Das sieht so, da fehlt noch bestimmt auch noch Holz, oder? Unten wird nur noch angezeigt Seil und Rehhaut. Und Rehhaut ist garantiert um... Für das Sofa der Schande. Irgendwas drinnen im Haus, genau. Ja, für das Sofa der Schande. Couch der Schande, Entschuldigung. Bitte, also... Meine Güte, einmal mit Profis. Er kann nicht mal die Begriffe. Guck mal, da ist eine Eidechse. Survival. Einige große. Nee, hätte ich mal anders betont. Survival. Ey, jetzt aber. Wir spielen übrigens gerade auf Michels Server. Man sieht es. Jetzt habe ich ihn erwischt. Danke. Tieren, das kann immer schwierig sein. Was habe ich jetzt in der Hand? Jetzt habe ich den Kopf in der Hand. Warum habe ich jetzt den Kopf in der Hand? Soll ich mit dem blöden Kopf? Wollen wir den irgendwie in eine Wand hängen? Nee, ne? Krass. Was ist das denn für ein übergroßer Anker? Bräuchte man einen richtigen übergroßen Anker? Nee, das klingt irgendwie komisch. Vor allen Dingen als Anker zu bezeichnen, das klingt sehr seltsam. So, ich gehe jetzt mal auf. Ich hole mal eben ein paar Hölzer, ein paar Stöcke, um hier das zweite Campfire zu machen, damit wir auch eins haben, was nicht unter Wasser steht und man nutzen kann. Warum steht da überhaupt unter Wasser? Haben sie den Meeresspiegel angehoben oder hat es in letzter Zeit viel geregnet? Ich glaube, die haben den. Ich weiß wahrscheinlich beides. Ich stehe auf dem Anker. Was ist das da hinten? Ich muss schnell was essen, das ist das Problem. Ich auch. Ach ja, die B nicht. Francesco? Na, ich glaube, ich will mal lieber nicht hinterm Haus und auch Besen. Bei dir in der Nähe. Soll ich mal zeigen, wo? Moment, ich zeig's dir. Also, ist besser als nichts zu essen, ne? Stock Nummer 1. Reh! Ach, ficken, ey. Oh. Wie bitte? Warum willst du einen Reh ficken? Ich muss eigentlich töten. Komm! Aber Reh ist ihm auch nicht. Stirb! Oh, warum? Ich hab drei Schläge, drei Hitte gekriegt und jetzt rennt's weg. Hits. So, du Mistvieh, jetzt stirb endlich. Das kann doch nicht wahr sein. Stirb! Rehjagd. Rehjagd in Rehm. Ja, ich hab Bambi. Ich hab Bambi getötet. Ich hab jetzt genügend Stöcke. Oh Gott. Ich komme nicht mehr rüber. Ich glaube, ich sterbe, bevor ich ankomme. Ach, scheiße, jetzt ist es hier alles weggespawnt, weggedunst. Wo ist denn das tote Reh jetzt? Oh, hä? Wo habe ich das Reh jetzt erlegt? Die Rehhaut habe ich abgezogen, aber das Essen. Wo ist das tot? Da ist es. Sehr schön. Ja. Hier übrigens liegt hier ein Rehkopf, falls jemand haben will. Ich gehe mal ganz kurz zum Lager. Ich habe was viel Tolleres. Ich habe einen Möwenkopf. Nee, den Rehkopf, den habe ich da hinten liegen gelassen. Freut nicht. Oh. Francesco, ich bringe dir mal ein bisschen was zu essen mit. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Fleisch. Ach, wir haben da noch hinten noch ganz viel hängen. Ist ja, gerade getrocknet. Dann nimm was von dem Getrockneten und häng das Neue dazu. That is a very good idea. Yes, I know so. I think a spider. Now we have a salad. This meat is not good cherry eating. Mittlerweile muss man, glaube ich, den teilweise das sogar droppen, um was essen zu können. So, ich bin jetzt satt. Wenn du was zu essen brauchst, da hinten hinterm Haus ist was auf dem Feuer. Ich hab doch da gerade schon was gegessen von unseren Trockenfutter-Sachen.
Von deinen Trockenfuttersachen? Von unseren Trockenfuttersachen, habe ich gesagt. Ich bin nicht so besitzergreifend. So eine. Bist du eine Katze? Ureinwohner. Ja. Ureinwohner. Ich bin ganz woanders, ich kann nicht helfen. Da hinten ein Ureinwohner, zwei Ureinwohner, die despawnen. Was? Du bist übrigens ein Inder, ne? Weißt du, Francesco? Was bin ich? In der Tat. Ein Inder, du hast einen Turban. Ach, das cool. Ist gar kein Grafikbug, das ist echt so. Hier sind drei Leute, geil. Drei Gegner. Wo denn? Vor dir! Da im Wald! Und? Ach da, hi! Du könntest mir mal helfen, ne? Ja, ja, bin dabei. Das sind doch fünf. Der Lava Rückzug ist ins Wasser, total ins Wasser. Aufmerksam. Rückzug ins Wasser. Francesco, zieh dich zurück. Ah, mir fällt gerade was ein. Leute, ich muss kurz raustappen aus dem Spiel. Bringt euch mal in Sicherheit. Sagt mir, wenn ihr in Sicherheit seid. Jetzt schwimmen wir zurück zum Haus. Ich hoffe nicht, dass okay, dann seid schon sicher. So, dann... Anhalten. Der Horst ist noch zu sponsig. Es wurde Nacht und Tag. Die Tage vergingen. Man merkte sie einfach. Ach, jetzt ist wieder da. Schade, ich wollte jetzt große Monolog halten. Nein, wisst ihr, was mir gerade einfiel? Was denn? Google Drive hat noch runtergeladen. Ja und? Das Probleme verursacht. Danach klang es auch wieder nicht besser. Wir kommen gerade Schildkröten an. Ist das Forest-Ding jetzt fertig? Kann ich das wieder auf Offline stellen? Nein, das pausiert. Auch. Ach so. Hm. Was denn? Du hast doch als Titel, ist nicht für Zuschauer geeignet, dass wir gar keiner angucken. Das gucken gerade mega viele Leute an. Ist ja egal. Ja, sollen sie angucken. Ich sag mal, von... Die sind nicht alle auch Abonnenten von Gaming Empire. Hm. Ja, okay, verdammt. So geht das natürlich auch. Ich nehm die Leiche mit und ertränke sie im Wasser. Ungewollt natürlich. Du ertränkst Leichen? Wie sadistisch kann man sein? Lass die Armen doch in Ruhe sterben. Ich würde sie lieber verbrennen. Hat sie Knochen? Ja, oh, ein Boot! Da. Ich hab das Boot gefunden. Sind hier Haie? So. Das ja. War die Rache. Du bist am Arsch der Welt wieder, ne? Ich habe mal gerade einfach deren Totem kaputt gemacht. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlau, aber das war einfach die Rache, weil sie mich vorhin angegriffen haben. Was hast du kaputt gemacht? Das Totem von dem. Achso. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich total hassen. Und gleich kommt ein Hai, frisst mich und ich bin tot. Ich bin auf Rehjagd. In Rehmagen. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch 5 Rehhaut, dann können wir... Ja, diese eine Rehkitz, was ich irgendwie 7 Mal getroffen hätte, nicht wieder abgehauen. Und die spawnen vor allem dabei. Was macht mein Typ denn da? Ist das Wasser so? Ach, das Wasser ist ja nicht sauber. Alles ja, ist ja wieder. Deswegen. Ich bräuchte mal. Hab ich Matt? Bleib stehen! Oh, willst du mich verarschen? Medizin hier hab ich. Okay. Warum treffe ich immer einen Ast, wenn ich es täte? Du willst mich echt verarschen, ne? Michelle, willst du wieder unsere Kräuterturntante werden? Kann ich gerne machen, aber ich brauche dafür erstmal Kräuter. Gut, was brauchst du denn? Ich gehe auf Kräuter, ja, suche. Ich brauche definitiv Aloe Vera. Also Chicory, Aloe Vera, Coneflower, Marigold sind die Blumen, die immer praktisch sind. Fuck, okay. Auf! Und hier ist die Leiche und ein Bild. Hier sind ganz viele Bilder von Muschiklaus. Da jemand war in Muschiklaus verliebt und hat sich dann vor Verzweiflung, weil die Liebe nicht sein durfte, auf dem Bett zusammengerollt, der Captain, und ist einfach elendig krepiert. Ich habe 2 Rehskins. Das ist einfach traurig, weißt du? Muschiklaus und der Captain. Ja, sie durften einfach nicht sein. Man hat ihre Liebe nicht akzeptiert. War es doch ein Reh? Boah, als ich heute alleine gespielt habe, ne? Also im Singleplayer. Bin ich durch den Wald gelaufen nachts und wollte zu meiner Hütte zurück. Ich bin durch den Baum gelaufen. Das ist bei den Rehen normal. Ninja Reh. Ich hab einen Koffer entdeckt. Und die haben Matt dabei. Sehr schön. Matt. Ein Matt-Igel? Medizin. Alter, ich dachte, es ist ein Elefant, dieser Stein. Oder sowas. Das sah leicht so aus. Dann hat so irgendwo ein Geräusch kam irgendwo her. Oh, hier sind Ureinwohner. Fuck. Lalala. Schön rennen. Und immer zick, zack. Zick, zack. Ich hab einfach nicht das in meinem Inventar. Oh, hier gibt's auch Blumen. Ich verfolge mich die Assis, ne?
Boah, das kann nicht wahr sein. Hä? Wo ist es hin? Lauf, 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 lauf. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg zu dir, Michelle, ne? Ah, okay. Bring sie mit. Ich mag Gäste zum Tee. Ja, ja. Verdammt. Oh, Marigold. Wo bist du denn? Wie weit bist du weggelaufen? Ich bin ziemlich weit weg. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. I'm on the highway to hell. Bam, bam. Ich sammle Blätter. Wie immer, außer Atem ist direkt. Da könnte ich ja sogar weiterlaufen als diese Lusche. Ich bitte, er ist ein TV-Star, er musste nie rennen. Ach ja. Man stimmt, das ist eine Hintergrundgeschichte. Maus. Ich gehe jetzt aber noch nicht ins Bett. Was geht? Auf einmal, ey. Ich habe gerade meine Katze angeguckt. Auf einmal ist da ein Schatten neben mir. Ich drehe mich um und dann steht da jemand. Ich sag noch extra toller, was hasse, geht. Ich hasse dich. Boah, ey. Lavan, stirb einfach. Hast du Aloe Vera gefunden unterwegs? Nee, leider nicht. Jetzt stirbst du erst recht. Boah, da steht der Idiot auf einmal neben mir mit erhobenem Speer. Mit erhobener Lanze. Was machst du denn da? Klettern. Ja, um dem nicht runterfallen und dabei Leben verlieren. Nö, warum? Was? Treff boah, mich nicht. Blöder. Idiot. Na mein, du blöder. Du dumme Kuh, du. Lass mich meine Blätter hier sammeln. Hi! 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 Was? Toll, von mir ist ein Reh gespawnt. Ein Reh? Oder hab ein dich. Rehmagen, ja. Hallo. Ich geh mal ganz kurz. Weißt du was? Wir könnten auch mal wieder Bäume fällen, oder? Nicht so weit von unserer Basis entfernt. Hier hatte ich das auch nicht vor. Sehr aber hier gut. Ist ein. Oh, hier wäre doch eine geile Position für eine Sommerhütte. Weißt du was? Ausflugsziel. Ich glaube zwar, das wird auch von den Ureinwohnern genutzt, aber dieser Steg da vorne mit dem Baum drauf, das wäre geil, da drunter eine Hütte. Wo denn? Da, wo ich hinzeige mit dem Speer. Ich sehe keinen Speer, ich sehe keinen Steg, aber vielleicht bin ich einfach noch blind. Also kein Steg, so eine Landzunge, wo ein Baum drauf steht, ein einzelner Baum. Ach, da hinten hier, das wäre geil. Ich weiß, da hinten, den sehe ich. Aber ich glaube, das sind die Ureinwohner. Weiter gucken als ich. Ich glaube, ich habe die Distanz runtergestellt. Na gut, also die Landzunge sehe ich immer noch, aber den Baum nicht mehr. Ja, ich auch. Die Baum habe ich gerade erst gerade gesehen. Aber ich kenne es hier oben aber auch geil. Hier so ein bisschen bei den Klippen von Dover. Also so in der Art. Mhm. Wo die Klippen von Weiß. Die hier sind nicht weiß. Das sind keine arischen Kisten. Küsten. Kisten? Entschuldigung. Arische Kisten? Also, ich habe noch nie eine arische Kiste gesehen, aber immerhin weiß ich, dass sie weiß ist. Wenn ich schon keine sexistischen Sprüche mache, muss ich wenigstens rassistische Sprüche machen. Ist ja auch doof, ne? Sonst erkennt mich keiner wieder. Also, wenn dein Wiedererkennungswert darauf beruht, ich habe eine Rehe gefunden, was unter Wasser atmen kann. War nur ein ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass bei den Rehen nichts so wirklich gut läuft, dass die alle irgendwie seltsam sind? Die haben alle einen Knacks ab, ey. Ja, die haben alle völlig an der Waffe. Hast du Federn, Lavan? Weiß ich nicht. Die liegen wenn auf deinem Rucksack drauf. Ich hab Zähne, Knochen, Fleisch, Zirkusboard. Ich stehe auf dem Reh. Nee, ich brauche Federn. Die sind auf deinem Rucksack drauf. Auf meinem Rucksack drauf. Ich bin in der Ego-Sicht. Wie komme ich denn auf die andere Sicht? E. Inventar. Ach, auf meinem Rucksack drauf. Boost, Mats, Plane. Nee, da scheint nichts drauf zu liegen. Batteries. Schade. Weil ich bin so gerne mit feinem Bogen auch unterwegs für Distanz. Und da ich die Kräutertante mache, ist bei mir Distanz auch ganz gut, weil wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Warte. Hey, Eva. Sind das Steine? Geil. Komm mal hier runter. Oh,
Ach Maus, wir gehen nachher schlafen. So, ich brauche noch einen. Oh. Ist es nicht komisch, wenn man seine Katze Maus nennt?